Herzlich willkommen zurück. Uncharted, die Nathan Drake Collection. So heißt die noch, ne? Nathan Drake Collection? Ja, ja. Würde ich auch sagen. Wir spielen Teil 1 aus dem Jahr 2007. Neu aufgelegt, bessere Grafik, 60 Frames, 1080p, glaube ich. Und ganz viel Spaß. Es spielt sich sehr flüssig. Simon spielt weiter. Okay. Ich habe euch auf meinem Schoß. Da wolltet ihr schon mal hin. Ja, ja, ja. Du weißt, wie du Leute bei der Stange hältst. Gut, gut. Geben wir uns gegenseitig einen High Five. Geistigen High Five. Ha! So, ja, genau. Hat er mich einfach angeschossen. Falls du die Steuerung nicht mehr kennst, nachladen R1. Es geht noch ganz gut, ja. Okay. Gerade. Und denk dran, dass kein Auto-Aim. Oh, Granate kommt, ey. Granate! Ja, das meintest du gerade, oder? In der Pause Dreieck zum Aufsammeln ist. Jemand hat im Chat gelesen, dass Uncharted sich dahingehend nicht weiterentwickelt hat, dass man immer noch die Munition mit Dreieck gedrückt halten aufsammeln muss, obwohl es ja auch reichen würde, wenn man einfach drüber läuft. Und da habe ich zum ersten Mal drüber nachgedacht und dann, ja, absolut, er hat einen Punkt. Das ist tatsächlich so. Es würde völlig reichen, dadurch, dass man bei diesen Action-Sequenzen, also bei den Ballersequenzen, nicht Action-Sequenzen, dass man da auch so oft nachladen muss, macht das total Sinn. Das Einzige ist halt, dass man manchmal auch Waffen wechseln kann, ne? Da muss man sich natürlich aktiv für entscheiden. So, da reicht es nicht, wenn man drüber läuft. Warum macht das nicht? Alles gut, alles gut. Nein! Oh. Nein! Oh. Wo ist sie denn? Tschüss! Hau ab, du musst weg! Scheiße! Bin ich gerade zum ersten Mal gestorben in den 2 Stunden? Also, ich meine, bist du schon mal gestorben vorhin? Ja! Ja? Alles gut. Ich kann mich an nichts erinnern. Ja! Schnell! Okay, hier bin ich sicher. Das Ding ist hinter dem Felsen, ja? Alles gut. Jetzt komm! Wo gab's die denn bitte? Guck mal, jetzt lernen die halt, weißt du? Jetzt hau ab! Ja, es ist nichts! Du lernst! Du Schwein! Du musst auf meiner Seite sein! Ja, ich sag doch, hau ab, weil damit du das machst! Ich bin auf deiner Seite! Das macht der wieder mal nicht auf! Der auch hat, ey. Der Spacko! Das war ganz gut von mir! Ja, das war sehr gut von dir! Geh weg, Alte! Das ist meine Säule! Kreuz und Kreuz! Ah, Gott! Die Alte! Warum hast du diese Schwierigkeitsgrad eingestellt? Weil es viel mehr Spaß macht! Ja, total! Das ist doch super! Komm, hau sie einfach weg! Das ist aber alles demotivierend für mich. Nein, das ist voll spaßig. Okay, ich warte. Und, hey, ich will mich quasi, weißt du? Ja. Bam! Das ist übrigens auch ein Punkt, für den Uncharted sehr gelobt wurde, dass die Gegner-KI für die Zeit sehr gut war. Dass die Deckung gesucht haben versucht, einen zu flankieren teilweise. Das ist ja auch mit den Granaten eben gesehen. Ja, war so, nicht also schlecht reagiert. Heute ist es Standard, aber es gibt auch heute noch Spiele, die schlechtere KI haben als Uncharted. Ja, wenn es mal sitzt. FIFA zum dann Beispiel. Ist es auch der Torhüter kann überhaupt nicht mit Granaten umgehen. Nee. Achtung. Papa. Ey, ich hab die komisch, gell? Auseinandergewiesen, als wenn du die Macht hättest, ey. Wie bei Darth Vader. Das ist Elena, ist das? Ja, gut gemacht, Elena. Die Frau macht alle Arbeit. So, ja, hast du toll gemacht, Nathan, weil sie alles gemacht hat, aber sie will dir ein gutes Gefühl geben. Das hat sie gut gemacht. Schön im Hintergrund die Leute ausschalten. Da gibt's Granaten vielleicht auch? Oder? Nee, nee, doch nicht. Nee, leider nicht. Komm, erst später. Kurz mal nachladen. Nee, schon voll. Was? Nee, Moment. Nee, was ist denn nachladen? R1. X, Kasten R1. Danke. Und mit links und rechts, genau, wechselst du die Waffe. Aber da hast du nur 9 Schuss. Oder so. Okay. Tim. Oh, war es da schon wieder? Nee. Und zurück. Erstmal einen Überblick verschaffen. Ja, der denkt echt, das denkt er, wer er ist hier. Chuck Norris. Ach, jetzt hast du. Nee, doch nicht. Ich eigentlich? Hast du gesehen, oder? Ja. Ich wollte eigentlich schießen. Man steht doch nicht immer im Weg rum. Ich drücke natürlich Kreis um. Sag mal, willst du mich wütend machen? Ich würde mal die Waffen wechseln, ehrlich gesagt. Und? So, ich habe ihm Angst gemacht. Ha! Sehr gut. Fum. Da ist er ja direkt.
kannst auch einfach hinrennen und meine ballern, ne? Also mit der Faust. So. Das geht auch, wenn die so nah dran sind, dann okay. Ist das manchmal effizienter, glaube ich. Gut, werde ich machen. Jetzt willst du bestimmen, wo es lang geht, oder was? Na komm. Wo hat die eigentlich die Knarre her? Achso, die hat sie aufgenommen von dem Gegner. Das genau, macht Sinn, ja. Schon. Wo ist denn dein Jeep? Ich kann ihn nicht sehen. Ja. Ach, hier! Da ist der Jeep! wer hat den versteckt? Der Predator? Ja. Ja, warum? UK-2642. You got that? Ja, was ist es? Es ist Krieg's Marine Coordinates. I think I know where the Spanish took El Dorado. El Dorado? The problem is, so that the bastards killed Sully. Damn it! If the Spanish found the treasure, they had to move it there, to that island. And Drake followed him. Well, what are we waiting for? I'll get the story, and you get whatever it is you're after. Come on! Hey, this isn't gonna be a vacation, you know. I can take care of myself. Besides, you owe me one. I suppose I do. Trail of the lost treasure of El Dorado, and it's brought us here to this tiny island in the middle of the Pacific Ocean. Let's get a closer look. I hope we're the first ones here. Unrealistisch. Das Flugzeug ist so laut, dass sie gar keinen guten Ton hätte für die Kamera. Hat sie da einen Autofokus an oder warum? Was soll das werden? Sich selbst filmen. Das hat keine Zukunft. What the hell was that? An anti-aircraft fire? This is so not cool. Oh crap! We're on fire! Selfie! Enough with the damn camera! We gotta bail out! Bail out? Does this thing even have parachutes? Now would be a good time to look! Hatte sie nicht vorhin ein blaues Oberteil mit Spaghetti-Trägern an und jetzt hat sie ein rotes? Jetzt machst du mich gerade neugierig. Die Kamera! Ja, I need the camera! Oh Gott, ich würdest du auch machen, gell? Muss man ja. Aber ja, würdest du lieber landen oder springen? Also welchen Job von den beiden? Ja gut, also wenn ich das Flugzeug fliegen könnte, dann könnte ich ja ein Flugzeug fliegen. Das wäre ja auch mal nicht so schlecht. Junge, ja, hört ja auch auf. Ja, er hat gerade gemerkt, das ist doch keine gute Idee. Nee. Er wollte nur ein cooler Typ sein. Ach Gott, Junge, zieh ihn an. Er ist einfach ein lustiger Kerl. So. Ja. Er ist halt so ein bisschen zu der Zeit hat man immer an Nathan Fillion von Firefly auch denken ja, müssen. Ja, er ist so ein bisschen. Der ihm auch sehr ähnlich sieht und den gleichen Vornamen hat. Da hat man schon mal gedacht, wenn das verfilmt wird, dann ist die Rolle reserviert. Aber ist nie passiert. Ja, echt schade. Strangers trying to kill me, leave my map on a burning plane. Plane is missing. Most likely dead. That's great. Great start, Nate. Dum, 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 dum. Und nun sind wir alleine. Dann mach ich doch mal auf. Jetzt vielleicht? Nee. Alle ja. Guten Dinge sind drei. Ach nee, so war ja. Das. Flop. Ja. Bei Zelda wäre hier jetzt eine Fee mit einem Herzcontainer.
Ja. Und es wäre so diese Feenmusik und du könntest sie in Flaschen sammeln. Wie schlimm eigentlich. Da sind diese Feen, die wollen dir ihr Leben geben und sowas. Und du sammelst sie, machst sie zu Sklaven und steckst sie dir in die Hosentasche. Und du gehst ja vielleicht nach 6 Monaten erst wieder ran und merkst, ach, die Feen, ja, die sind jetzt aber nicht mehr gut. Nee. So. Ja, die sind alle abgelaufen. Sind die da voll verhungert und so in dieser Flasche und kein Kümmer. Nee, nur um zu zeigen, wie egal es mir ist, sammle ich den jetzt nicht ein. Na gut. Mason Drake ist nur an der Action egal, und an Morden interessiert. Ja, das stimmt. Man ist nur wegen dem Ballern. So. Pump. Ach, es ist schon echt schön. Ja, diese moosigen, da möchte man sich gleich hinlegen und so. Ja, ja, ja. Und Moosengel machen. Rudolf Mooshammer. Cool, ja. Liegt da jetzt und suhlt, macht so einen Moosengel. Super. Ach, das Wasser, Mann, das ist doch schön. Ja. Wir sind echt Grafikuren. Ich schäme mich auch ein bisschen. Sieht einfach auch toll aus. Es ist doch völlig okay. Ich möchte es einfach auch feiern. Oh, hier eine Familie Oberhauptvogel. Familie Oberhauptvogel. Ja. Der sieht tatsächlich aus wie der echte Familie Oberhauptvogel. Ja, das stimmt. Der Tukan. Ja. Da komme ich aber nicht hin. Hm. Aber wir müssen natürlich schon darauf, oder? Langfristig irgendwie schon. Ja. Da blitzt es schon wieder. Na gut. Na gut, aber nur weil er. Der goldene Frosch. Piu, piu, piu. Oh, das erinnert mich an King Kong. Da gibt es so eine Balance-Szene. Also in einem alten Klassiker, glaube ich. Im Film oder im Spiel? Ja, nee, im Film meine ich jetzt. Also das Spiel war ja zum Remake. Oh. Ah, okay, zum Glück ist hier was. Wie oft will der mir diesen Hinweis denn noch geben? Der hält sogar einiges aus. Na ja, gut, der hat einen Strohhut. Monkey D. Ruffin, ja. Piff, paff. Bam! Der war schuld, wenn du nachlädst. Zack! Ohne in den Kehlkopf! Oh, ja. Das kann nicht dein Ernst sein. Sammeln. Nachladen. Oh, danke. Nochmal neu sammeln. Nee, schon voll. Okay. Obwohl, ich hab nur die Waffe. Schon. Okay. Ey, das nervt mich. Pam, pam, pam. Kolossal, dass jedes Mal diese Meldung kommt. Das müssen wir vielleicht ausstellen. Das muss sein, dass wir in den Options. Kann gut sein. Anzeige. Nee. Moment, hier, wenn dann, glaube ich, hier. Spieltipps aus. Oh, danke. Fotomodus. Aha, ist der neu? Jetzt kannst du einfach Fotos machen. Geht nicht. Fotomodus nicht geladen. Nicht aktiviert. Okay. Anfang, danke, Mann. Spiel. Kommst du her? Ich? Erst rechts lang, glaube ich. Oder da oben. Ganz kurz. Da. Ich wollte den Vogel. Hier hoch? Da, oh, da liegt was. Guck mal geradeaus. Granaten, glaube ich. Ja. Sehr gut. Dem muss man sparsam sein. Okay, Moment. Kurz mal schauen. Ah, nee, okay, da geht's lang. Immer da, wo Gegner sind, geht's lang. Piff, paff. Mann! Das ist ärgerlich. Das dauert zu lang. Vorsicht, Simon. Ich weiß nicht, aber die ist doch weit. Die war ja quasi. Verstehst du, die waren in der Mitte von einem kreisrunden Areal. Konnte man nichts mehr machen. Ja, wohin denn ich gehen sollen? Da vorne in die Kugeln rein. Jetzt zurückrollen oder was? Weglaufen. Die war hier hinter mir. Zur Not auf die zu und in den Endfight gehen. Jetzt kannst du mal gucken, das ist der Endfight hier. So sieht der Endfight aus. Ich hab gesagt, du sollst spielen. Ja, ich spiele. Okay. Nein, ich will spielen. Ich will doch auch spielen. Ich hab ja Bock. Nur ich musste dir auch mal was geben. Ja, ich kann nicht die ganze Zeit alleine spielen. Aber das sind die Sequenzen, die ja richtig so, die man die ganze Zeit nur dumm rumläuft. Und jetzt wird's halt interessant. Das kann man ja ballern, Alter. Ich lauf gern dumm rum. Wir hätten uns einfach andersrum spielen sollen. Du hättest den Anfang spielen sollen. Ja. Ach, guck dir das doch mal an, der Lunsig.
Ich könnte es ja mal, einmal könnte ich ja mal probieren. Der lohnt sich mit meinem Yps-Detektiv-Set um die Ecke. So eine Scheiße. Okay, ich krieg's hin. Ohne ein einziges Mal getroffen zu werden. Aber wenn du tot bist, darf ich einmal probieren. Nur für den Spaß. Was ist mit dir? Du hast doch schon jetzt dreiviertel Stunde. Siehst du keinen Treffer? Halten sie sich schon die Gedärme. Und wie cool sie auch noch zielen. So. Nachladen. Man müsste eigentlich mal zählen, wie viel Schuss die haben, bis die nachladen. Das stimmt. Ich finde es aber auch schön, dass die nachladen. Ich finde es nicht schlimmer, als wenn bei Gegnern gewisse Grundregeln einfach nicht beachtet werden. Ja, das stimmt. Alle, also gleiche Regeln für alle. Ja, finde ich auch. Die haben ja eh schon oft meistens unendlich viel Munition. Ja. Dann sollen sie wenigstens nachladen. Okay. War sehr gut von dir, Simon. Simon, das hast du sehr gut gemacht. Hau ihn, hau ihn, hau ihn, hau ihn. Ich drücke dies. Einmal? Ja, einmal? Schieß den Vogel ab, aber nur wenn du den Vogel versuchst abzuschießen. Okay. Der lebt noch. Wie drei Schuss. Ja, ja, jetzt ist er sauer. Siehst du, jetzt alarmiert er die anderen. Ah. So. Mir doch alles egal. Jetzt wird es ja erst anstrengend. Ja, aber wenn dir das Tutorial sagt, du sollst in den Nahkampf, dann musst du da eigentlich dann auch in den Nahkampf gehen. Das wir ist haben extra cheaten, das Tutorial ausgestellt. Du spielst also nicht so, wie gesagt, wie das eigentlich cheaten. Das stimmt. Da hinten sind noch Granaten. Ja, Hagel und Granaten. Hagel. Wie werf ich denn nochmal die Granaten? Auf L1 wahrscheinlich, ne? Ja. Oh, ja, hätte ich auch machen sollen. Oh, was war das denn? Weg. Schlecht. Muss mal ein bisschen regenerieren. Regeneriere jetzt. Er lebt noch. Ja. Komm schon, Harry. Jawohl. Das war's, endlich. Ich wollte nur mal ein bisschen ballern. Ey, es macht einfach Spaß, aber du bist jetzt wieder dran. Echt? Okay. Ja, weil ich habe lange genug gespielt. Aber einmal schießen wollte ich, das hat mich gejuckt. Okay. Ja, nimm ihn. Ja. Jetzt mal an, wie geil der Muster leuchtet, ey. Ja, es hat auch so irgendwie so kräftige Farben. Ja, natürlich völlig übertrieben, aber es sieht einfach, weil ja, stimmt, aber es ist wie Alice im Wunderland. Das macht voll was her, ja. Ja. Man kann oft gar nicht sagen, warum einem irgendwas besonders gut gefällt, so, aber es sind echt solche Sachen wie Farbwahl oder Moos. Pam! Entschuldigung. Ja, ist doch super. Du hast noch eine Granate, also wenn es Stress ist. War es L1 oder? L1, ja. Ja. Und ich glaube, wenn du es gedrückt hältst, kommt dieser Zielmodus, genau, ja. Das ist ein bisschen verschwendet für einen Gegner. Ja, irgendwie schon. Ja, aber jetzt wird's eng. Nee. Okay, das wird nichts. Wie kann ich die. Hau ab! Sehr gut. War doch super. Okay. Dann. Hast du gesehen? Ich habe eine ganze Granate nur für einen Gegner verschwendet. Hier bin ich! Um einzuschüchtern. Ich habe noch eine Granate gefunden. I'm going for it. Danke für die Information. Ja, wirklich. Feuer! Hat er gerade Feuer gesagt? Mal hören. Jetzt redet er nicht mehr mit uns. Oh, da ist ein Fass, ne? Nicht, dass der. Denk dran, das explodiert wahrscheinlich, oder? Ist das ein. Ja, aber da kommen ja auch noch welche. Also, es ist leider.
Das finde ich ein bisschen schade immer, wenn dann man hat so drei weg und dann kommen nochmal sechs. Ja, das ist halt im ersten Teil ganz krass, dass diese Wellen halt kommen, ne? Vorsicht, 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 hau ab. Danke. Ja, da hast du recht. Oh, das ist kein guter Schutz hier. Das ist kein guter Schutz. Ach, naja. Oh, AK, Mann. Okay, die hole ich mir gleich. Hahaha. Vorher schmuggle ich noch eine AK. Mann. Ah. Rechts, vorsichtig. Nee, nee, ich warte. Jetzt will er nicht mehr, gell? Na gut, dann nehme ich mit dich. Wo ist er denn? Kannst einmal so außen rum eigentlich, die flanken. Du weißt, was dann passiert. Nein. Ich kann nicht flankieren. Sehr gut. Auf die Distanz, so die Pistolen, die sind schon ein bisschen sehr viel präziser halt als die AK, ne? Wo ist die denn? Ich wollte sie da ist. Da. Okay, wir kriegen das jetzt hin. Ja, das ist ja nur noch eine. So. Kann man eigentlich auch die Hand wechseln? Dass also du halt meinst das hier? Moment. Das ja, hier? Wie hast du das nochmal gemacht? Stick reindrücken? Rein. Ah, okay. He's over there. Ach komm. He's over there. Ups. Oh, der sieht dich nicht. Oder? Kommt hier noch jemand? Naja, von da hinten ist einer gekommen. Hier rollt er sich ab. Nein! Oh, Handgranat, Standoff. Handoff. Oh, wieder die Brocken fliegen. Ja. There he is. So. Das waren sie, glaube ich. Fünf Schuss noch. Wo kommt ihr her? Sagt mir doch wenigstens, ach, von da, das war. Ich kann mich sogar noch an die Ecke erinnern. Hat mir nicht gefallen damals. Das ist auch noch ein, also ist nicht der einzige. Oh, jetzt. Na, Fass, das Fass, schieß aufs Fass. Achtung, ich schieße auf das Fass. Boah, sehr gut. Toll. Die kommen hier echt auch, also die überrumpeln mich auch, wenn ich sie lasse. Also das ist ein bisschen gemein auch. Fast schon zu gut. Ja, aber es macht auch Spaß. Okay. Oben noch. Oh, ja, klick, klick. Oh, scheiße. Ja, erstmal Muni sammeln. Da hinten ist auch noch eine Kiste mit Granaten drauf irgendwo. Traut sich gar nicht, kommen jetzt noch mehr. Immer wenn so Mucke kommt, dann ist es, glaube ich, heißt es so viel, wie du hast es geschafft. Okay. Genau, und da musst du dich, du kannst ja immer zwei Gewehre tragen, musst dich halt entscheiden zwischen Schrot und Dings. Schrot. Schrot ist natürlich viel, ja, für sowas wie jetzt, so Areale natürlich cool, wenn du viel auf einmal hast. Ich muss auf jeden Fall gleich, wir sind schon leider fast am Ende, aber oh no. 4 Minuten haben wir noch. Mal gucken, ob ich noch schnell das nächste Areal uns eröffne. Ich weiß aber gerade nicht, wo. Ach ja, klar, hüpfen, ne? Ja, da hoch, ist die Lösung auf alles hier. Hüpfen. Da gibt es wahrscheinlich auch noch Granaten und so jetzt da hinten zu looten, aber scheiß mal drauf. Nee, ach, wir haben keine Zeit. Ja. Feuer, da ist wieder was. Rennen, 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 springen. Wo sind sie? Ja, ich muss schnell abhauen, nehme ich an. Nee, 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 das ist der Schatz. Okay, aber hier habe ich keine gute, doch. Soll ich da hoch? Ja, ich würde schon sagen, dass du da rüber springst. Aber dann doch über... Also über die Säulen oder hier rüber? Müsste eigentlich beides gehen, ja. Okay. Da, Granaten, Granaten. Na gut. Nehmen wir mal mit. Die haben wir noch 5 Minuten haben wir ja noch. Vielleicht ist es gut, wenn wir sie noch dabei haben. He's over there. Jetzt komme ich. Das ist meine Ansage, oder? Wenn da so 5 Feinde verschanzt sind und du kickst das Tor auf, weil du es ist scheißegal. Oh, sehr gut. So richtig Wumms, wie die Felsen wegfliegen. Das ist einfach Trefferfeedback, das braucht man. Na gut. Oh, was? Der hält ja, was der hier aushält. Bauchschuss. Wie der da runtergesprungen ist gerade, ey. Voll der coole Typ, der letzte Sprung seines Lebens. Ah, ha! Wechsel den Mund. Ja, ja. Ah. Oh, alter Schwede. Nein! Wo? Wo? Nein, da. Badibiba, badibubu, badibaba. Babidibubliba. Oh, scheiße. 2 Minuten. Willst du nochmal? Komm einmal noch. Ja, komm, mach. Okay.
Ja, oder war das kein ernst gemeintes Angebot? Nee, es war schon. Bubbidi-Bar. Ja? Genau. Kann ich hier rauf? Nee, ne, oder? Da ist so eine Lücke, siehst du? Du kannst da, ja, du hast die klügere Einstiegsluke gefunden. Wo sind die denn jetzt? Ja, die kommen, die werden wirklich erst getriggert, wenn du. Boah, das ist ja lame. Nee, da ist er. Guck mal, da ist sein Kopf. Siehst du seinen Kopf? Ah, krass, okay, dann. Tschüss. Siehst du, da habe ich 49 Eliminierungen gemacht und du schnappst mir den 50. weg. Und 19 Kopfschüsse habe ich auch eben gemacht. So, das war's noch nicht, da kommt noch welche. Ja, aber das ist echt eine gute Taktik, so kann nicht viel passieren. Dann schauen wir mal. Da kommen jetzt noch welche, genau. Der linke ist wie gesagt nervig, der kommt nämlich auch links rum. Da. Oh. Nicht! Die schießen zu viel! Sie sind zu stark! Granate! Nils, ey, du machst das spannend! Ja! Na, wow! Das war gut, links wahrscheinlich hoch, oder? Ja, ja, noch ein bisschen Muni mitnehmen. Gib mir das. Alles meins. Obwohl, ne, die war schon auch ganz geil. Aber da gibt es so wenig Muni von. Aber gut, wir haben kaum Zeit. Oh, guck mal, da ist noch einer, siehst du? Ja, beeil dich, du hast noch 30 Sekunden, das kriegst du noch hin. Na komm. Komm, sonst komm ich. Na! Decken zu Decken gehechtet. Alles richtig gemacht. Wir müssen trotzdem langsam zum Ende kommen. Du kannst dir überlegen, womit du die letzten Sekunden füllen willst. Sollen es weitere Gewaltszenen sein? Ja, Mann, ist das der Bildungsauftrag? Um dem zu entkommen, wir diesen Sender gegründet haben. Na gut, das ist doch ein schöner Abschluss. Ja, das naja, war irgendein Abschluss. Ein Abschluss. Ey, toll, oder? Wirklich eine Zeitreise macht sofort wieder Spaß. Ja. Echt faszinierend. Du hast sogar gesagt, du spielst es zu Hause wahrscheinlich. Ja, doch, das hat mir so viel Spaß gemacht. Ich glaube, ich werde es nochmal spielen, so als Vorbereitung, wenn ich die Zeit finde. Zeit ist es. Kommt ja im November auch schon der Fallout. Uiuiui. Ja, und da bist du ja eingespannt auf jeden Fall. Ja, Fallout. Die Zeit. Ja. Naja, wir haben sie nicht, leider. Merkt ihr. Gleich gibt es für euch noch die News und danach kommt übrigens nochmal Metal Gear Solid. Cool. Der ist schon durch, gell, der Gregor? Echt? Ich glaube, der hat gestern das durchgespielt. Hat sich durchgeschlichen. Ja, irgendwie. Einmal geduckt durchs Level gelaufen und dann. Einfach eine Linie und einfach 50 Stunden lang geradeaus Richtung Sonnenuntergang. guckt selbst, dann wisst ihr wahrscheinlich mehr als wir. Ja, war schön, gell? Dann irgendwann mal wieder mit uns beiden. Und wir haben ja noch so viel rein, so die wir zusammen durchspielen. Ja. Macht's gut, vielen Dank, tschüss. Gute Nacht, tschüss.